Es passiert mir wirklich, dass ich aufwache und noch das Gefühl habe, ich hätte geträumt, dass ich im Bundestag sitze. Das, oh, das stimmt ja wirklich. Das ist echt so. Hallo und herzlich willkommen zu JATV. Wir haben heute die große Ehre, die Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag bei uns zu haben. Und sie steht für uns für einige Fragen hier zur Verfügung. Erstmal herzlich willkommen, Alice Weidel. Dankeschön, liebe Mary. Alice, in knapp 6 Monaten findet die Bundestagswahl statt. Wird man da nicht ein bisschen wehmütig, wie schnell doch die Zeit vergeht? Schon. Also der Ersteinzug in den Bundestag, und ich sage jetzt mal so, als sich das hier alles konstituiert hat, das ist für mich so, als sei es gestern gewesen. Und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Also wirklich, ja, wehmütig bin ich auch ein bisschen, weil, ne, wenn es die erste Legislatur ist, dann ist das immer noch was anderes, was ganz Besonderes. Und hast du so ein persönliches Highlight, das du uns vielleicht heute teilen möchtest? Ja klar, gerne. Das ist in der Tat meine erste Rede gewesen. Die erste Rede im Deutschen Bundestag, das war in der Haushaltswoche, da konnte ich auch noch vor der Kanzlerin sprechen. Da war ich vorher so aufgeregt und dann, als ich dann fertig war, ich dann so, boah, ist das toll. War das zufällig die Messermännerrede? Nein, die kam ja später. Okay. Sehr gut. Ja, das ist ja wirklich auch, gerade wenn man so darüber nachdenkt, hättest du dir vor 10 Jahren ausmalen können, dass du einmal unter anderem von den 700 Menschen hier bist und Politik im Deutschen Bundestag machst? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also meine Planung, die war ja ganz woanders. Ich war ja auch viele Jahre im Ausland, also im asiatischen Ausland. Und das war überhaupt nicht geplant. Und eigentlich hat mich der Frust wirklich in die Politik getrieben. Ich meine, die AfD ist ja mein erstes politisches Projekt, was ich mache. Ich war ja vorher in keiner Partei. Also ich bin wirklich da völlige Quereinsteigerin. Und habe das ja auch viele Jahre vorher ehrenamtlich alles gemacht und auch den Wahlkampf so nebenher gemacht. Das war ja ehrenamtlich 2017. Und da muss ich schon sagen, nein, also es war nicht geplant, hätte ich nie gedacht. Und ich finde es immer noch manchmal extrem surreal. Es passiert mir wirklich, dass ich aufwache und noch das Gefühl habe, ich hätte geträumt, dass ich im Bundestag sitze. Das, oh, das stimmt ja wirklich. Das ist echt so. Sobald man dann Frau Roth sieht, dann wacht man dann doch wieder auf. Sehr gut. Genau, ja. Kommen wir mal vielleicht zum politischen Tagesgeschehen. Gerade der Lockdown und das alles drum und dran. Und es sollte ja über die Osterfeiertage weitergehen und in einigen Gebieten auch noch verschärft werden. In deinem gestrigen Interview beim CDF war das ja so, dass du zu diesem ganzen Geschehen mit folgendem Satz geantwortet hast. Merkel hat eine Bunkermentalität entwickelt. Kannst du uns und den Zuschauern mal erklären, was du denn genau damit gemeint hast? Sehr gerne. Also ich habe damit gemeint, ich habe ja gesagt, Bunkermentalität der Bundeskanzlerin, dass sich Angela Merkel und die gesamten Entscheidungsträger extrem weit von den normalen Bürgern entfernt haben. Die sind völlig weg von der Realität. Und das ist wie eine Bunkermentalität, als ob die da irgendwo im Bunker rumsitzen, völlig fernab der Realität und dann völlig realitätsferne Entscheidungen treffen. Anders ist das ja auch gar nicht mehr zu erklären. Und das Problem bei solchen Sachen ist, davon mal ganz abgesehen, dass es aus meiner Sicht hochverfassungswidrig ist, also ne, DDR lässt grüßen, na, sind solche Entscheidungsprozesse extrem fehleranfällig, wie wir jetzt auch gesehen haben. Darauf können wir jetzt auch mal direkt zukommen. Und zwar haben wir generell in der Corona-Krise ein Auf und Ab miterlebt und die Konzept- und Planlosigkeit unserer Regierung haben quasi tagtäglich zu spüren bekommen. Mit unter anderem die gestrige Entscheidung, Grünen Donnerstag doch nicht zum Ruhetag zu erklären. In diesem Atemzug, was hältst du denn von der Entschuldigung der Kanzlerin? Also die Entschuldigung soll natürlich übertünchen, dass sie gedenkt, einfach weiterzumachen, ne? Also bis da ihre Amtszeit abläuft. Ne? Das ist dann so ein Nachgeben, aber es ist nur zum Schein gemacht. Und
zwar muss ich auch sagen, dass ich das niemals von der Kanzlerin gedacht hätte, dass sie das jemals machen würde. Also das muss man ihr auch anerkennen, wenn man ihren Stil kennt. Aber letztendlich heißt es nichts. Es werden überhaupt gar keine Konsequenzen gezogen. Es war ja, wie du es schon gesagt hast, eine Premiere. Also viele waren verwunderlich gerade. Was meinst du denn, wie lange werden die Altparteien uns diese Corona-Maßnahmen sozusagen noch aufdrücken? Ach, das wird noch ganz lange gehen. Ne? Also eine Krise oder das, was zu einer Krise geredet wird, nützt immer den Exekutiven, also den Regierungen. Ne? Das merkt man jetzt ja eben auch. Die Akzeptanz der Bevölkerung, die ist ja auch da. Das haben wir jetzt ja auch bei den Landtagswahlen gesehen. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch die Kommunalwahlen in Hessen haben ja eben gerade gezeigt, dass die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung gar nicht mal so klein ist. Und das bestärkt natürlich die Regierung, genau diesen Kurs eben auch weiterzumachen. Und das stärkt sie. Das sehen wir an dem Infektionsschutzgesetz. Da kann die Regierung einfach dahingehen und Verordnung durchdrücken, ohne dass sie durch den Bundestag durchgelaufen sind. Also mich erinnert das an ganz andere Zeiten. Ich finde das extrem schwierig. Und es spaltet total die Gesellschaft. Und jetzt noch, wenn du erlaubst, ne, ein Bild ist mir da wirklich geblieben, als er vor dem Bundestag am 18. November wurde das Infektionsschutzgesetz hier verabschiedet, als dann die Demonstranten vom Brandenburger Tor mit Wasserwerfern aufgerieben wurden. Die hatten Gandhi-Poster, hatten die da eine vor bunte sich, ja das, genau, ja. Also Gandhi-Poster vor sich hergetragen. Und völlig friedlich. Und plötzlich setzen die Wasserwerfer ein, um die da so aufzureiben. Und das ist so ein Sinnbild gewesen, dass die Wasserzulieferung aus dem Bundestag gekommen ist. Also das ist wirklich so für mich. Ich konnte das ja von oben sehr gut sehen. Das ist so ein Sinnbild gewesen. Das ist mir so geblieben, dieser Tag. Und an dem Tag hatte ich gerade auch meinen Jungen mit, den Paul. Und den haben wir dann irgendwann dann mal reingesetzt zum Malen, dass der da auch nicht alles sieht, weil das ist dann auch dann irgendwann einmal so mit Wasserwerfern, Demonstranten. Aber da hatte ich nachher extrem viel zu erklären, was da eigentlich abgelaufen ist. Das war für ihn völlig entfremdend sogar. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt habt ja die FDP und auch die Linke wollen ja auch sozusagen die Vertrauensfrage jetzt mit hier einbringen lassen. Ist ja mehr hat ja mehr eine Symbolwirkung. Meinst du, dass die FDP aufgrund dessen, dass sie jetzt doch öffentlich so ein bisschen Kontra gibt, an Wähler zugewinnen wird? Also was wir gesehen haben, vor allen Dingen bei den Landtagswahlen, dass die FDP tatsächlich davon profitiert. Ne? Also hier auch von der Corona-Kritik. Aber das Ganze ist natürlich auch mit der Vertrauensfrage. Wir haben sie viel früher gestellt und natürlich wieder nirgendwo genannt und abgedruckt. Unser ganz großes Problem. Aber das ist von Seiten der FDP, das ist reine Kosmetik, auch von Seiten der Grünen oder der Linken. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass diese Parteien in den Landesregierungen sitzen, teilweise, nicht wahr? Und sogar in Baden-Württemberg die Grünen den Ministerpräsidenten stellen und in Thüringen über Ramelow natürlich auch. Das heißt, diese Parteien, die in den Landesregierungen sitzen, tragen ja diese Entscheidung alle mit. Also sie sollen mal bitte hier nicht so tun, als ob sie jetzt eine Kontraposition einnehmen. Das ist alles nur jetzt dem Wahlkampf geschuldet. Kommen wir mal ein bisschen zu etwas Persönlichen oder beziehungsweise es hat einen persönlichen Touch. Worauf freust du dich denn am meisten beim anstehenden Bundestagswahlkampf? Also ich hoffe, dass ich mal wieder unter die Leute komme. Also was mir fehlt, das weißt du ja selbst auch, ich bin ja dafür bekannt, dass ich extrem viel Veranstaltungen gemacht habe. Und das macht mir auch Spaß. Dafür bin ich ja in die Politik gegangen. Es gibt ja so Leute, Funktionäre, die das nicht so gerne machen. Ich liebe das. Also das ist eigentlich etwas, woraus ich auch meinen Sinn, wirklich hier auch Politik zu machen, auch ziehe, bei den Menschen zu sein und Rückmeldung zu bekommen. Ne? Das ist ja auch eine Selbstbestätigung oder auch Kritik einzufangen auf Bürgerdialogen. Und mir fehlen diese Veranstaltungen unwahrscheinlich. Das merke ich auch. Das ist so, dass da ist etwas weggefallen, was mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, bei den Leuten zu sein. Und das merken ja auch die Leute immer und das Publikum, dass ich es liebe, Veranstaltungen mit denen zu machen. Und das ist etwas, was völlig zu kurz gekommen ist, weil wir sie nicht mehr abhalten können. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder möglich ist,
möglich sein wird, auch schon im Bundestagswahlkampf, dass man wieder mal eine schöne Veranstaltung mit unseren Wählern machen kann und mit unseren Mitgliedern, ja. Bist du denn eigentlich auch so der Wahlkampfstandtyp? Also so Infostand? Ja, genau. Natürlich. Ja, immer gut. Gemacht, mache ich immer noch. Und das ist natürlich auch schon ziemlich, ziemlich hart. Ein hartes Geschäft, wenn dann die Leute da vorbeigehen und sagen, ihr seid alle doof. Aber es ist allein schon wichtig, unsere Mitglieder da zu unterstützen. Und darum mache ich das auch. So ein Bundestagswahlkampf ist ja auch sehr anstrengend. Was macht denn Alice Weidel, um sich da mal ein bisschen Entspannung zu gönnen? Ich bin gerne draußen. Also ich gehe gern spazieren, wandere gerne, mache gerne Sport. Das ist es eigentlich so. Und die Familie gibt mir einfach enorm viel Ausgleich. Das weißt du ja auch, dass auch so eine süße kleine Tochter und wirklich auch mit den Kindern unterwegs zu sein, das gibt mir extrem viel. Ansonsten könnte ich das gar nicht machen. Sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage. Und also gerade durch den Lockdown wurde ja jetzt, werden die Osterfeiertage doch etwas ruhiger. Und eigentlich Zeit, sich mal wieder ein interessantes Buch zur Hand zu nehmen. Hast du denn für uns eine Buchempfehlung zum Schluss? Wow, okay. Ich lese gerade ein Buch, was ich extrem interessant finde. Habe ich auch letztens meiner Lebensgefährtin. Also du, da ist ein total interessanter Aspekt drin. Wusstest du das eigentlich schon? Und zwar die Macht der Geografie, wie sich Politik an 10 Weltkarten erklären lässt. Das ist von Tim Marshall. Okay. Und das finde ich extrem interessant, dass eigentlich über die Geografie erklärt wird, wie sich politisch und geschichtlich die einzelnen, sage ich jetzt mal, Gebiete auf der Weltkarte auch entwickelt haben. Also ich bin jetzt gerade da, also ich hatte ihr da mal vorgelesen über die USA, wie da auch so Besiedlungspolitik in Texas betrieben wurde und wie die USA eigentlich entstanden sind, das fand ich extrem interessant. Das ist einfach nur mal so ein Aspekt. Ich glaube, das ist etwas, weil es ist so sehr anekdotisch erzählt, wirklich in kurzen Portionen, man lernt extrem viel. Das klingt wirklich interessant. Ja. Werden wir mit einblenden und vor allem auch nochmal unten markieren. Ja. Und vielen Dank, Alice Weidel, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Mhm. Wir wünschen dir weiterhin viel, viel Erfolg. Und an die Zuschauer, vergesst nicht, uns zu abonnieren, sowohl auf YouTube und auf Instagram. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank. Und ich möchte auch noch kurz was sagen, ja, wenn klar. Ich darf. Ich möchte auch euch mein herzliches Dankeschön aussprechen. Ihr macht eine super Arbeit. Ich habe immer überall eure Interviews gesehen, eure Videos. Und ein Video habe ich auch schon geteilt mit dem Coming Out. Fand ich wirklich klasse. Also auch von meiner Seite wirklich ein herzliches Dankeschön für euer Engagement. Und danke, dass ihr extra gekommen seid. Ja, danke. Vielen Dank für die Blumen. Also da können wir jetzt direkt noch erwähnen. Und abonniert noch die Seiten natürlich genau. Von Alice Weidel. Sie hat sowohl Instagram, auch YouTube und einen sehr starken Facebook-Kanal. Super.